Hallo und herzlich willkommen, liebe Autophilou-Fans, hier aus München aus den Goldberg-Studios, wo ich euch heute den Smart Hashtag 3 präsentieren darf. Das ist das zweite Auto der Marke Smart. Ihr wisst ja, jetzt gerade kommt der Smart Hashtag 1 auf den Markt. Den habe ich auch schon getestet. Dazu kommt der Testbericht demnächst online auf autophilou.at. Jetzt geht es aber um den Hashtag 3. Das zweite Modell, der ist nochmal 13 cm länger als der Hashtag 1. Wir hatten hier 4,27 m. Und wir haben hier beim Hashtag 3 4,40 Meter Außenlänge. Und es haben beim Hashtag 1 die Leute schon geschrien und geschimpft, hey, das ist doch gar kein Smart mehr, so wie wir ihn kennen, ganz kurz für die Stadt. Aber ihr dürft nicht vergessen, wir sprechen hier von einem chinesischen Auto. Und die Akzeptanz, die ist einfach besser, wenn man den Namen schon kennt. Und hier haben wir einen altbekannten Namen und mit Geely steht auch ein großer dahinter. Mercedes hat im Joint Venture auch noch die Hände drinnen, zur Hälfte. Die machen nämlich das Design. Also Smart gehört zu 50% Geely und zu 50% Mercedes. Und hier, wenn wir uns das ansehen, das Showfahrzeug in wunderschönem Mattblau, Electric Blue nennt sich das hier. Das ist die Premium-Variante. Es wird wieder 4 Ausstattungsvarianten geben. Und zwar den Hashtag 3 Pro Plus, den Premium, so wie er hier steht. Dann gibt es eine 25 Years Anniversary Edition, also 25 Jahre Sonderedition. Und den Brabus, der aktuell im Angebot als einziger dann mit Allrad kommt. Alle anderen Modelle, so wie der hier, haben Heckantrieb. Aber das gesamte Paket kennen wir eigentlich so schon aus dem Smart Hashtag 1. Also wir sprechen hier weiterhin von einer 66 Kilowattstunden großen Batterie. Von der sind hier nutzbar 62 Kilowattstunden. Und durch diese langgezogene Form und dadurch, dass die Bodenfreiheit gefallen ist um 2,2 cm auf 16 cm, haben wir hier mehr WLTP-Reichweite. Also die Aerodynamik wurde verbessert von der CW-Wert von 0,29 auf 0,27. Und dadurch haben wir jetzt hier immer 435 km Reichweite im Vergleich zu den 420, die es beim Hashtag 1 sind. Ja, und wenn wir hier gleich am abfallenden Heck stehen, kann ich euch was zur Anhängelast sagen. Wir haben hier wie beim Hashtag 1 1600 Kilogramm Anhängelast und das ist doch ganz schön beachtlich, auch im Vergleich zur Konkurrenz. Die blende ich euch jetzt mal ein. Und dann auch ein sehr interessantes Feature, Heckklappe, die geht nicht wie beim Hashtag 1 hier unten auf, indem ich hier unten den Knopf drücke, sondern ganz intelligent und smart gelöst mit einem Knopfdruck im A. versteckt, so wie wir es früher von den Peugeot-Modellen gekannt haben, im Nuller der Modellbezeichnung. Hier im Kofferraum 370 Liter, beim Hashtag 1 sind es 323 Liter, hier haben wir eben 370 Liter. Und ihr seht schon, es gibt eine Skidurchreiche mit Mittelarmlehne für die hinteren Sitze, das sehen wir uns dann aber gleich von innen an, und zweigeteilt umlegbare Rücksitzbank. Und auch hier drunter gibt es noch genügend Stauraum für Ladekabel oder Sonstiges. Aber das ist nicht der einzige Stauraum, denn vorne unter der Motorhaube haben wir auch 15 Liter Volumen und damit ist es in der Klasse einer der wenigen, die einen Frunk haben. Übrigens Höhe, ihr seht es, sie geht schön weit auf. Ich kann die Höhe auch einstellen, nicht nur hier über die Taste programmieren, sondern auch von drinnen über das Display. Und jetzt schauen wir hinein ins Fahrzeug. Jetzt schauen wir uns an, ob die 3,5 cm mehr Radstand, die der Hashtag 3 hat, ob sich die hier bemerkbar machen. Und ihr seht, ich bin ja 1,93 groß und ich stehe zwar hier an, aber es ist absolut okay. Die Beinauflage könnte vielleicht eine Spur länger sein und höher, aber ich bekomme meine Beine unter den Vordersitz. Insofern alles gut. Auf das Rollo zum Zumachen, so wie es der Hashtag 1 hat, wurde hier bewusst verzichtet, damit auch große Fahrer oder Mitfahrer, Beifahrer Platz haben, so wie ich hier. Also ihr seht, ich berühre hier kaum das Glasdach. Apropos Glasdach, das hier ist jetzt die Premium-Variante. Noch interessanter wäre die 25 Year Anniversary Edition. Die hat nämlich dann LED im Glas. Das sind so Rectangles, also Rechtecke, die beleuchtet sind. Soll sehr gut ausschauen. Ich habe es selbst noch nicht live gesehen, nur auf Renderings.
Bin gespannt, wie das in echt dann wirkt und ich hoffe auf den Testwagen dann als Anniversary Edition. Ja, hier, ich habe es vorhin schon erwähnt, gibt es eine Auflagefläche für die Arme und zwei Becherhalter. Wir haben hier zwei USB-Anschlüsse und darauf sind die Produktverantwortlichen sehr stolz. Wir haben einen normalen USB-A-Anschluss, nicht nur USB-C. Ansonsten kann ich euch auch noch zeigen, wie weit die Seitenscheibe nach unten geht. Also ihr seht, das ist alles und dabei merke ich auch, sie ist dick, aber nicht doppelt verglast. Und ich würde sagen, das ist doch ein gutes Stichwort, dass wir nach vorne schauen, wie dort die Seitenscheibe aussieht. So, und jetzt wir schauen nach vorne und hier, auch hier, nicht doppelt verglast, aber zumindest schön dick. Und hier kann ich euch auch gleich die schönen Sitze zeigen. Hier merkt man, dass Mercedes einfach mal drüber geschaut hat. Hier ist alles qualitativ. Hier gibt es Leder, Kontraststitching, das fühlt sich gut an. Hier klappert nichts, das ist gut verarbeitet, das ist wirklich gute Qualität, also kein China-Schrott, wie so schön manche sagen. Die Tasten am Lenkrad übrigens, weil es mir gerade einfällt, die erinnern mich an die, ich weiß nicht, wer es von euch noch kennt, die alten Siemens-Handys aus den 90er Jahren mit diesen silbernen Tasten. Ich bin gespannt, wie lang das hier so schön bleibt und ob das nach 100.000 Kilometern auch noch so aussieht. Hier der Innenraum, mir kommt er natürlich sehr bekannt vor. Ich hatte jetzt zuletzt den Hashtag One als Testwagen. Wir haben hier ein 9,2 Zoll Fahrerinformationsdisplay und 12,8 Zoll Infotainment-Display. Und in den höheren Varianten, also so wie hier jetzt in der Premium-Variante, gibt es auch ein Head-Up-Display mit, sofern ich es richtig im Kopf habe, 10 Zoll Anzeigegröße. Ansonsten, ihr seht es, schwarzer Dachhimmel, das wirkt sehr edel. Hier Mittelkonsole, schönes Schiebefach, zwei Getränkehalter. Wir haben hier induktive Ladestationen für das Handy, zwei USB-C-Anschlüsse und auch die Sitze fühlen sich super an. Wir haben hier die integrierten Kopfstützen, vielleicht kennen es manche von euch aus der A-Klasse. Also auch hier kommt so ein bisschen Mercedes-Feeling durch, fühlt sich wirklich gut an. Es gibt eine Lendenwirbelverstellung und was mir immer noch fehlt, sind die Schaltpedals am Lenkrad, um die Rekuperationsstärke zu verstellen. Diese kann hier über das Display weiterhin verstellt werden. Und zwar gibt es hier Standard und Strong und zusätzlich auch noch den E-Pedal-Mode. Ja, das System reagiert schnell. Es plant auch die Laderouten mit Ladestops und zukünftig über Software-Updates over the air, also ihr müsst nicht in die Werkstatt kommen dann auch Funktionen hinzu, das wurde mir heute bestätigt, wie, mit welchem Prozentstand, Akkuladestand, möchte ich an der nächsten Ladestation ankommen oder möchte ich dann zu Hause ankommen oder am jeweiligen Ziel. Apropos Laden, dazu begebe ich mich jetzt wieder nach draußen und das zeige ich euch bei der Ladeklappe. Und hier sehen wir die Ladeklappe und zum Laden hier, die Daten sind dieselben wie beim Hashtag One. Wir haben hier serienmäßig 22 kW AC-Laden, also Wechselstromladen. Das ist super, weil wenn ihr dann in der Innenstadt unterwegs seid und dort nur AC-Ladestationen vorfindet, dann können die zumeist 22 kW und dann ist der oder wäre das Hashtag 3 in unter 3 Stunden von ganz leer auf ganz voll. DC-Laden, also Schnellladen an den Ladestationen, an den Gleichstrom-Ladestationen, gelingt hier auch mit 150 kW. Und die schafft er auch. Ich habe es beim Hashtag One ausprobiert. Dazu blende ich euch jetzt die Ladekurve ein. Und es wird angegeben unter 30 Minuten von 10 auf 80%. Und ich habe sogar bei 4% angesteckt und habe trotzdem von 10 auf 80% nicht länger als 29,50 oder so gebraucht. Einzig schade finde ich hier die Pömpel, die Kunststoffabdeckungen. Hier haben schon andere Hersteller auch chinesische Hersteller, asiatische Hersteller, Klappen, die einfach einen höheren Qualitätseindruck vermitteln. Ansonsten gibt es absolut nichts zu meckern. Die Ladeleistung mit dem 22 kW Charger als Serie absolut top. Jetzt zeige ich euch auch noch den Frunk. Hierzu ziehe ich hier innen einfach zweimal, so wie wir es von BMW kennen. Und dann brauche ich nicht herumsuchen nach einem
Griff, wie kriege ich die Motorhaube auf, sondern ich kann sie einfach aufmachen. Wir haben Haubenlifter und dann sehen wir auch schon die 15 Liter Frunk. Das ist nicht viel, aber immerhin gibt es hier einen Frunk und egal ob Allradmodell, also Brabus oder die Heckvarianten, gibt es hier keinen Unterschied. 15 Liter sind 15 Liter, da passt auch ein Ladekabel super rein. Klappe zu, Affe tot. Aber apropos Brabus. Der Brabus hat ja Allradantrieb, wie schon erwähnt, und 428 PS, 315 kW sind das, soweit ich weiß, Systemleistung. Die Heckvarianten haben 272 PS und 343 Newtonmeter. Nur das noch schnell am Rande erklärt. Und das Erstaunliche ist auch, der beschleunigt schneller als der Hashtag One. Also der ist nicht nur größer und auch schlanker oder niedriger von der Höhe her, sondern auch sportlicher. Bin gespannt, ob er sich dann auch so fährt. Jedenfalls beim Hashtag One 6,7 Sekunden auf 100 km/h, hier 5,8 Sekunden. Marktstart ist Ende des Jahres, beziehungsweise die ersten Modelle werden nach Österreich vermutlich Anfang nächsten Jahres kommen. Die Preise stehen noch nicht fest, aber ich hoffe, dass er nicht mehr als 2000 Euro mehr kostet als der Hashtag One und der startet aktuell bei 43.400 Euro als Pro Plus. Also ich hoffe, dass sich der hier so um 45.000 Euro bewegt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, kommentiert gern, was fehlt euch, was wollt ihr noch wissen. Ich frage dann nach, wenn ich es selbst nicht weiß. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Raphael.